So, jetzt haben wir einen Lauf mit erstens Sarah Lager und zweitens nur drei anderen Athletinnen. Also vierköpfiges Starterinnenfeld. Sarah Lagers Bestleistung 24,53 und damit ist sie in diesem Lauf die ex aequo mit Esther Turpin drittschnellste. Von der Bestleistung sollte Grizza Deco, die auf der Außenbahn läuft, dominieren, aber was weiß man. Jerry Hawkins aus den USA ist auch mit dabei, auch in diesem Bereich einzuordnen. Also interessant jetzt natürlich, wie Sarah Lager da in die Mehrkampfsaison startet über die 200 Meter. Die anderen starten schneller. Wie schaut die Kurve aus und vor allem dann die Zielgerade? Kann die Kärntnerin da kontern? Scheint so, dass sie zumindest dranbleiben kann, Sadeko. Aber Hawkins auch vorne dabei. Es ist eine knappe Entscheidung. Lager wird Vierte, 24,48. Na, da lässt jetzt Zeit liegen. Also der erste Lauf mit Abstand der bisher beste. Jari Hawkins mit der 24,44 als Bestleistung. Ziemlich punktgenau. Bei Sarah Lager war dann da jetzt nichts mehr drin im Vergleich mit den anderen. Der Abstand ist gleich geblieben. Sarah Lagers Zeit 25,09 ist doch deutlich über Bestleistung, aber ihr fehlen 50 Punkte nach Tag 1 auf ihre 6.225. Also 6,2 ist immer noch im Bereich des Möglichen.